Eine alte jüdische Erzählung weiß von einem Vater zu berichten, der für seinen Sohn die beste religiöse Ausbildung wollte. Er hat ihn von Rabbi zu Rabbi geschickt, aber der Vater war damit nicht zufrieden. Zwar wusste sein Sohn vieles, was in den Heiligen Schriften steht. Seine Gebetsriemen wurden immer breiter, die Quasten an seinen Gewändern umso länger. Der Vater hat aber gespürt, dass ihm eines noch fehlt. Also hat er ihn zu einem großen Rabbi, zu Rabbi Eliezer geschickt. Und dieser neue Rabbi fragte den Schüler: Was hast du bis jetzt getan? Er antwortete: So und so viele Male habe ich die Heiligen Schriften studiert, habe sie gehört und durchgelesen. Und dann stellte der Rabbi die alles entscheidende Frage: Du hast also das Wort Gottes gehört und durchgelesen? Wie oft ist es aber durch dich gegangen? Diese Geschichte trifft den Punkt, auf den Christus heute im Evangelium anspricht. Der Heiland kritisiert die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die äußerlich als religiöse Menschen ins Auge fallen, aber deren Herz nicht bei Gott ist. Ihre breiten Gebetsriemen und ihre langen Quasten sollen sie schon aus aller Ferne als echte Juden zeigen. Ja, hier kommt ein echter Israelit, ein wahrer Jude. Deswegen wollen sie auch die Ehrenplätze und den ersten Gruß haben. Schließlich haben sie sich das ja vor Gott und vor den Menschen verdient. Ja, sie speisen Gott mit Riten und Gebeten ab, aber ihr Herz ist nicht bei ihm. Sie sind Menschen von Äußerlichkeiten, die eine innere Gesinnung vergessen haben. Heute sind die Gegensätze ganz anders. Heute würde Christus nicht so sehr veräußerlichte Formen der Frömmigkeit kritisieren, denn heute gibt es keine Christen, die mit überdimensionalen Rosenkränzen um den Hals durch die Welt laufen, um zu zeigen: Ich bin ein Kind Mariens. Ja, und wenn man Christen sucht, die ein großes Holzkreuz mit sich herumschleppen, dafür muss man schon nach Jerusalem auf den Kreuzweg gehen, den Christus selbst gegangen ist. Heute ist die innere Gesinnung mehr oder weniger vorhanden, aber die äußere Form ist vielfach verloren gegangen. Der große katholische Schriftsteller Martin Mosebach nennt dieses Phänomen die Häresie der Formlosigkeit, also die Irrlehre der Formlosigkeit, die frech behauptet, äußere Formen seien überbewertet, viel mehr und alleine zählt die innere Haltung. Aber ist das wirklich so? Zeigt uns nicht schon die Geschichte vom Vater und dem Sohn, dass es im Menschen zwei Dimensionen gibt, einen inneren und einen äußeren Kern? Diese beiden Kerne werden ganz besonders in der heiligen Liturgie, in der heiligen Messe sichtbar, wo wir unsere innerste Gesinnung äußerlich zum Ausdruck bringen. Unsere innerste Gesinnung, das ist unser katholischer Glaube, unsere Sehnsucht nach Gott, ja unsere Liebe zu Gott. Wir bringen sie äußerlich zum Ausdruck. Ganz anders als beim Morgengebet, wo wir mit dem lieben Gott alleine im privaten Kämmerlein bleiben, so wollen wir am Sonntag unserem inneren Glauben einen äußeren Ausdruck verleihen, indem wir uns feierlich zur Sonntagsmesse versammeln. Und diese Form wird dann auch unser Innerstes prägen. Unser Glaube wird vertieft, wir werden gestärkt mit der Heiligen Kommunion und hoffentlich auch erbaut und belehrt durch das Wort Gottes, wenn es durch uns hindurchgehen, uns berühren und ansprechen darf.
Die Riten der Heiligen Messe sind ein treuer Lehrmeister. Welche Kraft, liebe Brüder und Schwestern, welche Kraft steckt schon in einer einzigen Kniebeuge, wenn wir sie bewusst und andächtig machen? Ja, wenn wir die Kirche betreten und unser Blick zuallererst auf den Herrn fällt, auf den Tabernakel, wenn wir unsere Finger in das Weihwasserbecken tauchen und andächtig ein Kreuzzeichen machen, unsere Knie beugen, unseren Blick auf das heiligste Sakrament richten und beten im Herzen: Jesus, ich grüße dich, du aber segne mich. Es ist eine äußere Form der Anbetung, die unsere innerste Gesinnung ausdrückt, unsere Liebe zu Gott. Wie schön wird dadurch auch unser Messbesuch geheiligt, indem es uns zur wahren Andacht führt. Vor einigen Jahren durfte ich in der Steiermark den sogenannten katholischen Reißer kennenlernen. Was ist der katholische Reißer? Es ist eine blitzartige Bewegung, wo man das Knie ein paar Zentimeter beugt und mit Lichtgeschwindigkeit ein Kreuzzeichen über sich schlägt. Welchen Segen bringt dagegen die ordentliche Kniebeuge, die man langsam und mit aller Ehrfurcht und Andacht für Gott vollbringt? Welche Früchte entspringen wohl aus einer ordentlichen und von Gott wohlgefälligen Kniebeuge? Die Riten der Heiligen Messe sind aber nicht nur für die Gläubigen zur Stärkung da, sondern auch für den Priester. Es gibt eine kleine Haltung, besonders nach der heiligen Wandlung, die den Priester ganz stark und tief zur Andacht und Anbetung führt. Wenn er nämlich nach der heiligen Wandlung Daumen und Zeigefinger geschlossen hält. Warum tut der Priester das? Zum einen, weil er mit seinen Fingerspitzen die heilige Hostie berührt hat, den Leib Christi, weil seine Fingerspitzen seinen Gott berührt haben. Deswegen bleiben sie so lange geschlossen, deswegen berührt er damit nichts anderes, bis er nach der Spendung der heiligen Kommunion bei der Reinigung der heiligen Gefäße seine Fingerspitzen wieder ins Wasser taucht. Zum anderen, weil durch die Berührung mit der heiligen Hostie an seinen Fingerspitzen auch immer wieder kleine Partikel, das heißt kleine Teilchen der heiligen Hostie haften bleiben. Und in jedem noch so kleinen Teilchen der Hostie ist der ganze Jesus Christus gegenwärtig. Darum hält der Priester Daumen und Zeigefinger geschlossen, damit nicht das kleinste Teilchen von Jesus Christus, damit er nicht verloren geht, damit er nicht verunehrt wird oder gar zu Boden fällt. Eine äußere Form für den Ausdruck eines inneren Glaubens an die reale Gegenwart Jesu Christi im allerheiligsten Sakrament. Und durch diese äußere Form wächst dann auch die innere Haltung, die Ehrfurcht, die Anbetung vor diesem hochheiligen Sakrament, das Jesus Christus selber ist. Der wahre und die wahre katholische Form führen uns nie zu kuriosen Sonderformen, wie wir sie bei den Pharisäern gesehen haben, sondern die wahre katholische Form führt zur christlichen Demut, weil sie uns die Größe Gottes zeigt und welche Freude und Ehre es ist, ihm zu dienen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, den wird Gott erhöhen. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.